Steifer Nacken. Ja, heute geht es um das Upper Body Cross Syndrom. Letzte Woche habe ich dir im Theorieteil ja hier bei deinen Faszien was vom Lower Body Cross Syndrom gezeigt und erklärt. Heute habe ich mal die Flipchart ja weggelassen. Warum? Weil das, was quasi im unteren Körper passiert, also im unteren Rückenbereich oder auch hier im Beckenbereich, das ist quasi auch im oberen Bereich zu finden. Mit den gleichen Ansätzen, also der gleichen Theorie, wie es im unteren Bereich der Fall ist. Ja, also dass das muskulär betrachtet, dass Muskeln zu schwach sind und Muskeln zu stark sind. Ich habe dir letzte Woche erklärt, dass ich da eine andere Ansicht zu habe, dass es nicht nur muskulär betrachtet werden darf und nicht nur muskulär betrachtet werden kann, sondern dass man weiterdenken muss, dass man die fasziale Strukturen mit einbeziehen muss, also nicht kann, sondern muss, um langfristigen Erfolg zu haben. Und darum geht es ja letztendlich. Aber ich will dir einmal, bevor ich quasi dir wieder Lösungsansätze zeige, also auch in diesem Video hier bekommst du richtig guten Content. Wieso? Wenn du die Übung machst, verspreche ich dir, wenn du die so machst, wie ich sie dir gleich anleite, wirst du sofort deine Haltung verbessern und sofort den Druck von deinem Nacken minimieren. Definitiv. Dein Nacken fühlt sich hinterher geschmeidiger an. Ja? Und wenn du halt unter diesen Upper Body Cross Syndrom leidest, dann hast du halt ja einen ziemlich harten und festen Nacken. Ja, wie kommt es dazu? Da muss man sich ja erstmal wieder anschauen, okay, was besagt denn die Theorie von diesem Upper Body Cross Syndrom? Einmal besagt die Theorie, okay, dein Kopf ist nicht mehr da, wo er eigentlich sein sollte. Er ist quasi weiter vorne und dadurch wird dein Rücken halt auch mit rund, ja. Also die schärfste Form davon ist dann zum Beispiel, wenn der Kopf schon vorne ist und man hat so einen Geierhals, ja. Und du hörst sofort an meine Stimme, was passiert, wenn mein Kopf nach vorne schiebt, ja. Und auf Dauer ist das natürlich für den Nacken nicht gut. Aber was führt eigentlich dazu, dass der Kopf nach vorne ist? Einmal müssen wir uns die Brust anschauen. Die Brust ist einfach zu fest. Sie zieht die Schulter nach vorne. So, wenn die Schulter nach vorne kommt, kommt automatisch auch irgendwann der Kopf nach vorne. Dann haben wir hier die tiefen Halsmuskeln, ja. Die, ja, sind einfach auch, ja, die sind nicht so, wie sie sein sollten, ja, und können den Kopf nicht mehr in der aufrechten Position halten und deswegen kommt der Kopf halt auch weiter nach vorne. Also diese, also die tiefen Halsmuskeln sind dann zu schwach im Verhältnis zur Brust gesehen, ja. So, dann haben wir den oberen Rückenbereich, sag ich jetzt mal dazu, beziehungsweise hier die Nackenmuskeln, ja, und fass dir mal da rein, wenn du dieses Problem hast, fass mal genau hier in die Stelle rein, du wirst richtig merken, da ist sogar Beton angerührt worden, ja, also es ist richtig, richtig fest und richtig, richtig hart, so, und wenn du jetzt quasi, egal, selbst wenn du sagst, okay, das hier ist auch noch zu fest, also der obere Bereich vom Trapez, so, und Brust ist zu fest und tiefe Nackenmuskulatur, tiefe Halsmuskulatur ist zu schwach. So, jetzt mal, die eine Theorie besagt ja, schwache Muskeln stärken und die starken Muskeln, ja, beweglicher machen oder halt einfach den Tonus senken, beziehungsweise eher dann gar nicht trainieren und den Tonus senken, ja. So, jetzt aber mal die Frage, wenn du jetzt die tiefe Halsmuskeln quasi trainieren möchtest, ja, da musst du so Übungen machen, wo du den Kopf verdrehst und alles. So, aber was ist jetzt mit den Muskeln, der jetzt richtig quasi fest ist? Ja? Und wenn du jetzt noch Gewichte in die Hand nimmst und Übungen machst für deine tiefen Halsmuskeln, dann kann es sogar passieren, dass das hier noch fester wird. Weil was passiert, wenn du Krafttraining machst? Ein Muskel zieht sich zusammen, also zieht sich das ganze Gewebe zusammen. Ja? Und deswegen ist dieser Ansatz in meinen Augen halt einfach nicht der richtige, weil er einfach zu noch mehr Problemen führt. Ich habe auch hier in der Vergangenheit die Erfahrung gemacht, wenn man die fasziale Struktur berücksichtigt und nicht nur die, die hier lang zieht, weil wenn wir jetzt erstmal nur den Oberkörper betrachten, also sprich so wie ja, dieses Upper Body Cross Syndrom und einfach mal die fasziale Struktur damit reinbringen, dann haben wir fasziale Strukturen, die hier hinten lang laufen, aber hier bis zu den kleinen Fingern gehen. Ja, so, und die müssen unbedingt mit berücksichtigt werden. Das heißt, wenn du deine Haltung verbessern möchtest und somit halt auch dein Nackenproblem oder wenn wir jetzt dieses Syndrom wieder, worüber wir gerade reden, dieses Upper Body Cross Syndrom, wenn du das wegbekommen möchtest, musst du unbedingt deine Hände mit einbeziehen. Ja, weil wenn hier zu viel Druck drauf ist, ist das hier auch nicht frei.
Ja, und das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen, dass ja nur so du wirklich langfristig Erfolg haben wirst. Ja, ich war auch noch nicht fertig zur Erklärung. Also wie gesagt, nochmal zusammengefasst: Brust zu fest, Oberrückenbereich, Nackenbereich zu fest. Ja, dann tiefe Halsmuskeln zu schwach. Und dann haben wir hier den unteren Bereich, der heißt Trapezius, vielleicht hast du schon mal gehört, was von diesem Muskel, und die Rhomboideen, die zum Beispiel die Schulterblätter zusammenziehen, die sind auch zu schwach. Ja, so, wie gesagt, das sollte man dann halt eher trainieren. Ja, das ist ja die Theorie dazu. So, und ich zeige dir jetzt Übungen, die gar nichts mit Krafttraining zu tun haben, die einfach die fasziale Struktur befreien und das im Einklang. Das heißt, die Brustfaszie, also die vordere Seite beeinflusst, wo auch hier dein ganzer Halsbereich mit dabei ist und auch der hintere Bereich. Und das wird in Einklang gebracht und deswegen wirst du sofort eine bessere Haltung haben. Weil die Haltung machen nicht die Muskeln. Ja? Das habe ich dir letzte Woche auch schon erklärt. Und jetzt habe ich noch was für dich. Wenn du die Übung von heute mit den Übungen von letzter Woche kombinierst, dann wird sich alles noch viel, viel, ja, besser ausrichten. Weil auch die Füße haben Einfluss auf meinen Nacken. Ja, ich zeig dir mal kurz was. Ich stehe jetzt ja relativ normal. Also ich würde auch behaupten, dass meine Haltung eigentlich gut ist. Ja, also ich habe da eigentlich kein Problem. Ich habe auch keine Nackenprobleme. Es sei denn, wenn ich mal ein bisschen Fenster unten hatte, Auto gefahren bin, ein bisschen Zug bekommen habe, dann zieht es auch mir im Nacken, weil ich auch keine 20 mehr bin. Ja? Aber das ist ja ein anderes Thema. Also ich habe dieses Syndrom auf keinen Fall. So, und ich will dir einfach nur mal zeigen, ich mache jetzt nichts an meinem Körper, ich verändere nichts. Ich verändere nur meine Fußstellung. Ja? Und schau mal, was passiert. Ja? Ja, also ich weiß nicht, ob du es jetzt im Video gut gesehen hast. Ich habe jetzt quasi meine Fußbelastung mehr von der Ferse weggenommen und mehr auf den Vorfuß geschoben. Und schon kommt mein Oberkörper nach vorne und auch mein Kopf mehr nach vorne. Ja? So, und jetzt, wenn du schon hier oben durch den Bürojob und so Probleme hast, also unter diesem Upper Body Cross Syndrom leidest, und die Füße nicht berücksichtigt, ist das auch nur eine halbe Miete, sozusagen. Die halbe Miete. Warum? Weil du langfristig das Problem nicht wegbekommen wirst, weil du alles berücksichtigen musst. Alles ist im Körper miteinander verbunden, über das Fasziensystem. Und wenn das Fasziensystem auf, ja, die Zugspannung davon, also die Tensegrität, sagt man, das ist der Fachbegriff dazu, das macht unsere Haltung aus. Und warum verändert sich das? Weil das System ja quasi flexibel ist. Es kann sich jeder Belastung anpassen. Und wenn die Belastung weggeht, geht das System wieder in die alte Position zurück. Das ist wie so ein Gummiband, ja? Du ziehst das Gummiband auf Spannung. Wenn du es locker lässt, geht das Gummiband wieder in die Ursprungsform zurück. Wenn jetzt aber, und das haben wir tagtäglich, quasi die Belastung immer dieselbe ist, ja, dann zieht sich ja also diese fasziale Struktur, zieht dann dein Körper immer in die Richtung. So, und wenn du jetzt 8, 9 Stunden täglich da drin hockst, ja, also 8, 9 Stunden hier in der Position, ja, dann quasi geht es nicht mehr zurück. Warum? Weil es immer fester wird in dem Bereich. Jetzt hast du das ja jeden Tag. Und die Zeit, wo du nicht mehr in dem Bereich drin sitzt, ist weniger. Also, jetzt kommt dein Nervensystem noch mit ins Spiel, das registriert, aha, die Position habe ich jeden Tag, also muss ich die als gegeben nehmen, weil wir wollen ja wenig Energie verbrauchen, unser Körper will wenig Energie verbrauchen, damit er die Energie für andere Sachen nutzen kann. Und deswegen sagt er dann, okay, normal abgespeichert, also die Haltung ist normal und deswegen konzentriere ich mich jetzt darauf. Und deswegen passiert genau das, was ich gerade erklärt habe. Ja? So, und wenn du jetzt einen Erfolg haben möchtest, musst du die fasziale Struktur lockern. Und jetzt zeige ich dir wie. Und zwar zwei Übungen für deinen Nacken und halt ja, für deine Haltung. Ja? Wenn du den Kanal schon länger verfolgst, wirst du sie auch schon kennen, ja, weil ich dich schon öfters mal gezeigt habe. Ich habe auch noch viele andere Übungen auf Lager, aber es geht um Einfachheit, um Ganzheitlichkeit. Ja? Und ich möchte halt immer wieder die Übungen zeigen, natürlich auch teilweise im anderen Kontext heraus. Warum? Weil jede Woche neue Zuschauer hier zukommen und das noch gar nicht kennen. Und deswegen es aber super Übungen sind, die sich in der Praxis halt
ja, richtig gut bewährt haben, ja, und die deine Haltung sofort verändern. Und mach einfach mit, du wirst begeistert sein, was jetzt gleich alles mit dir passiert. Mach am besten mal, bevor du jetzt die Übung machst, ja, stellst dich, also hüpfst mal so ein bisschen, stellst dich so hin, wie ich gerade stehe, und lässt ein Foto von der Seite machen, ja, damit du halt mal im Profil quasi dich anschaust über ein Foto, wie das aussieht. Wenn du keinen hast, der ein Foto von dir machen kann, nutze einfach die Selfie-Funktion und dann die 10 Sekunden automatische Foto-Ding ist da. Hat ja jedes Handy dran mittlerweile. Ja? Also einfach 10 Sekunden drücken, Handy in die Ecke stellen und dann quasi dich positionieren und dann machst du ein Foto und dann machst du die Übung, die ich dir jetzt zeige. Und zwar ist einmal streckst du die Arme nach hinten, der Kopf ist gerade, die Knie sind gebeugt. Das Becken schiebst du am besten auch noch hier mit hoch, ja? Dann streckst du die Arme nach hinten und jetzt drehst du den Daumen nach innen rein. In der Endposition machst du so eine Dreh-Wipp-Bewegung und jetzt drehst du den Daumen nach außen und machst auch in der Endposition so eine Dreh-Wipp-Bewegung. Und da atmest du noch tief ein und aus. Vor allem atmest du tief ein, wenn du den Daumen nach außen drehst, dann merkst du, wie der Oberkörper sich nochmal mehr aufrichtet. Und wenn du den Daumen reindrehst, atmest du aus und aus. Und man kann jetzt zum Beispiel so schon sehr gut sehen, wenn ich den Daumen nach außen drehe, was mit meinem Kopf passiert. Ja? Der Kopf wird sofort nach hinten gezogen und mein Oberkörper auch, meine Schultern. Ja? Und somit wird das hier vorne alles gelockert. Und richtig schön auf Zug. Ja? Also richtig hier nach hinten ziehen, dann bringt die Übung auch viel, viel mehr. Also wichtig, nicht einfach nur die Arme so nach hinten halten und dann hier machen, dann bringt die Übung nicht so viel. Deswegen, ich habe ja gesagt, verspreche dir gleich eine bessere Haltung, ein besseres Gefühl im Nacken und oberen Rücken, wenn du dich an die exakte Anleitung hältst. Und die ist so, dass du den Arm richtig, also beide Arme richtig nach hinten streckst. Ja? Also von der Vorstellung her, jemand würde die Arme aus der Schulter rausziehen und dann reindrehen. Rausdrehen, reindrehen, rausdrehen, reindrehen, rausdrehen, reindrehen, rausdrehen, reindrehen, rausdrehen, reindrehen, rausdrehen. Okay, jetzt lass mal locker und dann merkst du, dass du schon sofort anders stehst und besser stehst, ja? Und dass sich das schon anders anfühlt. So, jetzt machen wir die nächste Übung. Und zwar kommt jetzt was für den Nacken, ja? Und zwar ist einmal die Arme nach unten schieben, einmal die Arme nach unten schieben und jetzt schiebst du den Kopf nach vorne und nach hinten, Kopf nach vorne und nach hinten, Kopf nach vorne und nach hinten, ja? Nach vorne und nach hinten, nach vorne und nach hinten. Ganz wichtig, der Kopf muss gerade bleiben, ja? Also schön gerade halten. Und dann nach vorne und nach hinten schieben. Und die Arme, ich habe ja vorhin erzählt, die Arme sind ganz wichtig. Die Hände spreizst du richtig schön auf, streckst sie nach unten und drehst den Daumen nach außen. Kopf nach vorne und nach hinten. Und die ganze Zeit die Hände aufgespreizt lassen. Kopf nach vorne und nach hinten. Kopf nach vorne und nach hinten. Und jetzt schiebst du den Kopf zur Seite. Zur Seite. Und dann gehst du so weit zur Seite, wie du kommst. Achtung! Bitte nicht in einen Schmerzpunkt reingehen. Also so wie du kannst. Weil wenn du einen total festen Nacken hast und dein Nacken total hart ist und steif ist, dann ist das super sensibel alles. Und da nicht mit der Brechstange rangehen, sondern quasi auf deinen Körper hören. Ja? Und du wirst merken, wenn du das nächste Mal rumkommst, kommst du schon ein Stückchen weiter und das fühlt sich schon ein bisschen besser an. Ja? Und dein Beton im Nacken hat sich schon etwas gelockert. Und dann gehst du zur Seite, wieder nach vorne und nochmal. Ich empfehle immer mindestens dreimal das gemacht zu haben, also dreimal pro Seite. Ja? Also, dass du dreimal auf jeder Seite warst. Und dann zur anderen Seite. Jetzt machen wir noch einmal links und noch einmal rechts. Okay, und dann lockerst du.
So, und jetzt schau mal, wie sich das in deinen Nacken anfühlt. Ja, also ich wette mit dir, es fühlt sich lockerer an, weil das passiert bis jetzt mit jedem Kunden, mit dem ich die Sachen mache, der da Probleme hat. Mit diesen zwei Übungen, das sind so die Top-Übungen für den Nacken, gibt aber auch noch viele andere. Dafür habe ich auch mein Nackenprogramm entwickelt, was richtig, richtig gut ist und was auch alles berücksichtigt. Und diese zwei Übungen mit denen von letzter Woche kombiniert, ja, du wirst ein anderer Mensch sein. Mach das mal. Und letzte Woche haben wir auch, oder habe ich viele Rückmeldungen bekommen zu dem Video. Und da haben mir sofort viele geschrieben, also direkt, viele haben es direkt unter dem Video kommentiert. Aber ich habe auch viele, ja, Direkt-E-Mails bekommen. Ja, wir haben alle geschrieben, Tobias, das ist ja der Wahnsinn. Warum kommt da kein anderer drauf? Beziehungsweise warum wird immer alles nur muskulär betrachtet? Ja, das weiß ich auch nicht. Aber wie gesagt, ich habe da einen anderen Ansatz. Und es geht ja darum, was es dir bringt. Ja? Und die Rückmeldungen waren einfach, Tobias, das ist echt der Hammer, deine Übung. Ich habe wirklich diese Tests gemacht, die du in dem Video auch gezeigt hast mit den unteren Rücken. Und ich habe gemerkt, dass mein Unterrücken auf einmal flacher war, also dass er mehr an der Wand rangekommen ist. Ich habe sogar Fotos gemacht. Ja? So, und das ist halt einfach ja, der Hammer. Und genau das möchte ich dir halt immer bieten, jede Woche. Dafür gebe ich jede Woche Vollgas. Und dieses Video hier ist genauso wertvoll wie das letzte Video von letzter Woche. Ja? Und kombiniere, ich verlinke dann auch das andere Video. Ansonsten schau einfach in die Timeline runter. Ansonsten in die Beschreibung schauen, da findest du den Link zu dem anderen Video. Und ja, und wie gesagt, beide, also alle Übungen aus beiden Videos, ja, also damit wirst du deine Haltung extrem verbessern. Warum? Weil wir da mit diesen Übungen deine Faszien von Kopf bis Fuß quasi ja gelockert haben. Wir haben den Druck rausgenommen und sie in Einklang gebracht. In Einklang meine ich halt Vor- und Rückseite, also die Tensegrität, wovon ich ja vorhin gesprochen habe, von der Zugspannung, ja. Wir haben quasi das, was dein Körper als normal abgespeichert hat, wird wieder quasi umprogrammiert sozusagen, ja. Und somit nimmt dein Körper wieder die richtige Haltung als normal hin und nicht die Haltung, in der du dich den ganzen Tag befindest. Und das ist auch das Schlusswort und das, ja, sozusagen nicht das Wort zum Sonntag, aber quasi, ja, mach es und fühl dich einfach richtig, richtig gut. Und mich würde es freuen, wenn du einfach mal hier auch kommentierst drunter und mir deine, ja, Erfahrung schilderst, was du gespürt hast mit diesen Übungen, wie sich das bei dir angefühlt hat. Vor allem jetzt heute auch dann im Nacken, ja, wie sich das anfühlt. Wie gesagt, wenn du heftige Nackenprobleme hast, mach erstmal vorsichtig und mach das Stück für Stück. Ja, also nicht gleich irgendwie ganz viel auf einmal. Da ist wirklich die Devise, weniger bringt viel, viel mehr als gleich zu viel. Weil da vielleicht noch kurz was erzählst du. Die meisten Kunden, die denken, okay, das tut ja so gut, jetzt mache ich da ganz viel von. Aber irgendwann kommt der Punkt, wo von diesen guten Übungen, die ich hier präsentiere, ja, dass das irgendwann quasi dann zu viel dein Nervensystem reizt und das quasi überfordert ist und dann mit Schmerz reagiert. Und das ist halt einfach dann die Problematik. Okay, dann lass noch ein Abo da und einen richtig fetten Daumen hier nach oben. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn du diesen Kanal abonnierst. Es ist komplett kostenlos für dich. Du musst nichts dafür bezahlen. Wirst aber jede Woche mit wertvollen Content und wertvollen Infos hier versorgt. Und vor allem mit Übungen, die du nirgendwo anders auf YouTube findest. Du findest sie nur hier, weil ich sie selber ja konzipiert habe. Und ich richte mich immer nach dem Fasziensystem. Also in der ganzen Verbindung der ganzen Muskeln, der ganzen Stellen im Körper. Ja, miteinander sozusagen. Weil wir sind keine Einzelteile, wir funktionieren als Einheit. Und deswegen beweg dich reich, dein Tobias.